Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl und ich begrüße euch zum vierten und letzten Hinspiel der deutschen Vertreter im Champions League Achtelfinale 2015. Ja, Bayer Leverkusen empfängt zu Hause in der Bayer Arena den spanischen Vertreter und ja, eines der Top-Clubs, eigentlich die Nummer 3 hinter Real Madrid und dem FC Barcelona, nämlich Atletico Madrid. Von, oh Gott, wie hieß der Trainer? Simeone, wie der bevor er heißt, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ein gutes Team. Sie haben sich als Nummer 3 in Spanien etabliert. Und es ist, Gott weiß, kein leichter Gegner für die Leverkusener, die momentan so ein bisschen in der Krise sind. In der Liga läuft es nicht richtig. Am letzten Spieltag haben sie zwar gut begonnen in der ersten Halbzeit gegen Augsburg, haben auch verdient geführt, aber... Ja, dann in der zweiten Halbzeit war Augsburg die bessere Mannschaft, hat verdient den Ausgleich geschossen. Dann kam allerdings, ja, das Ding, das abgefälscht wurde und damit einfach mal draufgeschossen. Dann wurde er unglücklich abgefälscht. Dadurch sind sie in Führung geraten, die Leverkusener. War ein bisschen bitter für die Augsburger. Und dann dieses Grand Final, dieses unglaubliche Tor in der Nachspielzeit der 90. Minute. Von Marvin Hitz, dem Torhüter von Augsburg, war natürlich bitter für die Leverkusener, aber war verdient für Augsburg, denn sie waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und da muss Leverkusen aufpassen. Wie Sepp Herberger schon mal sagte, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ja, es dauert auch länger als 90 Minuten. Hätte es nur 90 Minuten gedauert, hätte Leverkusen gewonnen. Aber man muss hellwach bleiben und nicht nur gegen Augsburg, auch gegen das Team vor allem, denn wie gesagt, sie sind die Nummer 3 hinter Real Madrid und dem FC Barcelona und Gott weiß, kein leichter Gegner. Also jetzt müssen sie die Kurve kriegen, aber vielleicht Liga Fui und Europa Hui, muss man sehen, ob sie international jetzt hier im Pokal, in der Champions League, im Hinspiel sich eine gute Ausgangsposition erspielen. 1-0 würde er erreichen, auf jeden Fall ein Sieg, am besten zu 0. Es wird schwer gegen diese Spanier, aber nicht unmöglich. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Leverkusener hier jetzt präsentieren gegen dieses nicht zu unterschätzende Team. Es wird schwer. Griezmann, Gabi, das sind richtig gute Spieler und da müssen die Leverkusener wirklich hellwach sein. Aber das kriegen sie bestimmt hin. Ich traue es denen zu und man sieht es hier. Reinhardt, der will. Und die Leverkusener zeigen am Anfang schon mal, dass sie hier durchaus gewinnen wollen. Auf jeden Fall wollen sie es den Spaniern so schwer wie möglich machen und ja, der Trainer vertraut wieder erwarten doch auf Çalhanoğlu, der ja leider sehr, sehr abgebaut hat, aber solche Spieler sind hier in der Champions League nun mal wichtig, weil sie durch eine Idee, durch eine Aktion viel reißen können und hier Drimmic, oh, ah, wäre der hier gefallen, dann hätte es einen Elfmeter gegeben, also gefährliche Aktion der Spanier, aber bisher noch alles regelkonform und jetzt der erste gute Angriff der Spanier, wird aber auch gut abgeblockt, also die Leverkusener machen das hier in der Defensive bisher souverän. Aber nach vorne hin geht noch ein bisschen mehr. Jetzt vielleicht, nein, ein ungenauer Pass. Miranda hier mit der Balleroberung. Und jetzt über die linke Seite machen die Spanier es ein bisschen schneller. Oder? Na, Griezmann, der Franzose, na, verzögert das Spiel ein bisschen. Aber man sieht es hier, Leverkusen macht das in der Defensive gut. Die Außen spielen gut nach hinten mit. Und ja, jetzt ihrerseits Konter, Bellarabi, ja, legt sich den Ball leider ein bisschen zu weit vor. Gute Idee, leider kriegt Bellarabi den Ball nicht unter Kontrolle, aber bisher läuft doch alles im Rahmen. Die Spanier haben noch nicht so viel Druck aufgebaut, die Leverkusener versuchen es. Solange sie hier kein Tor kassieren, ist alles okay. Natürlich wären 0-0 jetzt nicht so optimal, aber wichtig ist erstmal hinten souverän stehen, kein Gegentor kassieren, denn das ist ja im internationalen Wettbewerb
ein Genickbrecher, denn ja, wie die Leute unter euch, die sich da ein bisschen mit den Regeln auskennen, es wissen, ist ja ein Auswärtstor zählt, ja, man sagt es doppelt. Bei Punktgleichstand zählt halt das mehr geschossene Auswärtstor und das wäre natürlich bitter, wenn hier durch einen Fehler das Tor entstehen würde, aber bisher sind die Spanier noch recht ungefährlich. Recht harmlos in der Offensive. Oh, aber Leverkusen ist auch nicht gerade, ja, das deutlich bessere Team. Es ist ausgeglichen. Leverkusen leistet eine gute Defensivarbeit. Die Spanier auch und lassen kaum Chancen zu. Jetzt mal die erste Chance. Griezmann, aber ja, natürlich weit am Tor vorbei. Leno muss natürlich aufpassen, dass er hier keinen Fehler macht, denn hier sind Fehler echt tödlich. Und das sollte vermieden werden. Jetzt mal wieder eine Offensivaktion. Drimmitsch hat hier den Vorzug gekriegt vor Kiesling, der ja auch nicht wirklich in Form ist. Also Bayer Leverkusen hat ja die Saison gut begonnen, aber leider auch stark nachgelassen. Jetzt mal Karim Bellarabi mit dem ersten Schuss und der war gefährlich. Gute Aktion, gute Einzelleistung von Karim Bellarabi. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ich dachte, Torhüter wäre noch dran gewesen, aber nein, war er nicht. Schade, schade. Aber erstes Ausrufezeichen der Bayer-Offensive. Und die können so natürlich weitermachen. Oh, jetzt Bellarabi mit dem Ballverlust. Aber man sieht's hier. Das Team spielt gut auf. Wenn einer den Ball verliert, dann rückt einer gleich nach. Jetzt Son mit dem Ball auf Çalhanoğlu. Çalhanoğlu lässt den Verteidiger stehen, kann jetzt schießen, aber sein Schuss ist geblockt. Schade. Gute Aktion von Çalhanoğlu, aber die Defensive der Spanier passt hier richtig, richtig gut auf. Und es ist ein tolles Spiel, es ist noch ausgeglichen, es sind noch keine Tore gefallen, aber dennoch ist das ein starkes Unentschieden. Beide Teams spielen hier gut auf, machen das ganz gut. Und jetzt ein Foulspiel der Bayer Abwehr. Ja, ein Freistoß, da müssen die Leverkusen jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das sollten sie hinkriegen. Ja, Leno reagiert da nicht, aber war jetzt auch nicht so gefährlich. Denn der Ball geht am Tor vorbei. Und jetzt die Leverkusener wieder im Ballbesitz. Und jetzt können sie ihrerseits den Angriff starten. Çalhanoğlu auf Castro. Castro sucht Bellarabi, der hier, ja, den sie nicht so richtig unter Kontrolle kriegen. Karim Bellarabi kann da hinziehen, kann abschließen. Oh, wieder knapp daneben. Also Bellarabi lassen sie sehr viel Platz. Anders als auf der anderen Seite, Son hat er deutlich mehr Platz und macht auch was draus. Beinahe hier das Tor, wieder nur knapp am Tor vorbei. Also Bellarabi, auf den müssen die Spanier wirklich aufpassen. Wenn sie so weitermachen, dann wird er früher oder später hier ein Tor erzielen. Er nähert sich ja schon mal an, also Karim Bellarabi gut drauf, die Leverkusener haben ja Gott sei Dank mit ihm verlängert. Also, das ist natürlich hervorragend, jetzt die Spanier, aber Leno hält diese Aktion. Gott sei Dank, das war eine, ja, Unaufmerksamkeit, aber Mandzukic, der ehemalige Bayern-Spieler, macht das hier nicht gut und schießt, ja, wirklich lasch auf Leno. Und jetzt können die Leverkusener wieder. Ah, schade. Gut gedacht, aber Miranda passt auf. Drimmitsch ist bemüht, genau wie Son. Aber Bellarabi ist besser im Spiel. Also da sollten die Leverkusener doch mehr über die rechte Seite ihre rechte Seite spielen als über die linke. Denn da läuft deutlich mehr. Oh, jetzt mal eine gute Offensivaktion der Spanier. Und ja, der Ball wird geblockt von Toprak. Und ja, Eckball für die Spanier. Jetzt müssen die Leverkusen aufpassen, denn Mario Mandzukic ist hier sehr, sehr kopfballstark und auf den müssen sie wirklich aufpassen. Aber gar kein Problem. Und beinahe verlieren die Spanier hier den Ball. Oh, 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 oh. Ja. Gute Aktion. Nein. Ah, gut gehalten von Leno. Wow. Also ein bisschen glücklich die Aktion, aber dann haben die Leverkusen erklären können, jetzt die nächste Standardsituation. Jetzt müssen sie wieder auf Mario Mandzukic aufpassen. Der ist brandgefährlich. Der kopfballstarke Stürmer. Aber Leno, ganz souverän, fängt er den Ball und leitet jetzt den Konter ein.
der Leverkusener. Aber vorne ist gar keiner. Da hat sich Castro vertan. Schade. Die Konterchance vergeben. Aber Bellarabi setzt nach. Also der Junge ist gewillt. Er will hier sein Tor schießen. Oh, gute Kombination. Aber Leno wieder mit einer Glanzparade. Diesmal gut rausgespielt von den Spaniern. Aber Leno bärenstark mit der Faust. Mit der linken Faust greift er über sich und wehrt diesen Ball ab zur dritten Ecke der Spanier. Also jetzt gegen Ende der ersten Halbzeit legen die Spanier echt mal einen drauf. Die wollen hier unbedingt den Führungstreffer erzielen. Und Leverkusen lässt jetzt deutlich mehr Chancen zu. Also da müssen sie wirklich aufpassen, denn sonst wird das hier bitter. Oh, Pfostentreffer von Griezmann. Oh nein, oh nein. Also die Spanier jetzt deutlich aktiver. Und ja, gegen Ende der ersten Halbzeit Leverkusen doch im Glück. Dieser Aluminiumtreffer rettet sie. Das wäre es jetzt auch gewesen. Das wäre bitter gewesen, aber nicht ganz unverdient, denn die Spanier haben zugelegt. Oh, 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 also Leverkusen muss hier echt aufpassen. Haben gut angefangen, aber lassen wieder stark nach zur Halbzeit. Also das sieht aus wie in Augsburg. Und das dürfen sie sich hier in der Champions League, Gott weiß, nicht leisten. Und da ist eine Halbzeitansprache echt notwendig. Und mal sehen, ob sie wirkt. Jetzt die Leverkusener wieder im Vorwärtsdrang. Über Son diesmal. Onwin Son, von dem man noch nicht so viel gesehen hat. Aber jetzt mal die Flanke. Aber der Torwart der Spanier passt auch auf. Und jetzt der Konter der Spanier. Oh, 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 oh. Jetzt müssen sie Griezmann aufhalten. Aber Toprak ganz souverän. Hier mit der Balleroberung. Und verliert ihn leider wieder, aber hat diesen gefährlichen Konter der Spanier erstmal unterbunden, sodass hier nicht allzu viel passiert. Jetzt wieder Griezmann, der hier brandgefährlich ist und die Abwehr gut unter Druck setzt. Oh, da wäre beinahe das Tor gefallen. Der Mandzukic recht kopfballstark, aber geht knapp drüber. Da hat Leverkusen wieder Glück gehabt und da müssen sie echt aufpassen. Solche Flanken dürfen sie nicht so oft zulassen. Denn irgendwann landen die wirklich im Tor. Jetzt vielleicht mal über Wendell. Wendell auf Reinhardt. Reinhardt, der hier warten muss. Und dann, ja, die Flanke, aber Godin, die starke spanische Abwehr hier, blockt den Ball. Und jetzt wieder der Konter über Griezmann, der natürlich feilschnell ist. Und jetzt, ja, Mandzukic kann den Ball behaupten. Also müssen die Leverkusener hier aufpassen. Oh, Leno, aber ganz souverän. Oh, da haut er den eigenen Mann um. Das war unnötig. Also Leno hier rettet so ein bisschen Leverkusen. Die so ein bisschen von der Rolle scheinen. Also jetzt müssen sie echt mal wieder die Kurve kriegen. So wie am Anfang der ersten Halbzeit am besten. Aber bisher geht noch nicht so viel. Jetzt mal wieder die Flanke. Und wieder eine gute Chance. Ach, schade. Die Balleroberung der Spanier wieder. Die jetzt natürlich mehr kontern über die schnellen Leute wie Griezmann. Da müssen die Leverkusener echt aufpassen. Jetzt mal über die rechte Seite über Arda Turan, der den Ball hier behaupten kann. Und die Abwehr der Leverkusener passt nicht so richtig auf. Lässt jetzt wieder Turan passen. Aber ja, Leno. Oh, Leno wehrt in die Mitte ab. Leno hält den Ball. Aber ja, er geht leider rein. Bitter, bitter, bitter. Ich habe jetzt gerade gezögert, weil der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat. Aber dann, ja, bitter. Faust in die Mitte, die direkte Ball an. Und da nochmal Leno dran, aber Faust ihn leider genau zu Antoine Griezmann. Und da ist es leider passiert. Das, was man nicht sehen will, die, ja, die Spanier führen hier. Bitter, bitter, bitter. Aber es war abzusehen. Sie haben hier deutlich mehr Druck gemacht und haben die Leverkusener sehr, sehr unter Druck gesetzt. Leno hat noch alles zeigen können, was er drauf hatte, aber es hat nicht gereicht. Der Ball kam dann leider doch durch und jetzt müssen die aufpassen, dass sie nicht berannt werden. Jetzt vielleicht mal, ne, ein bisschen offensiver. Kiesling. Wen nehmen wir dafür denn raus? Ich glaube, Reinhardt nehmen wir raus. Nein, Son. Çalhanoğlu. Ja, jetzt muss der Trainer was machen. Reinhardt raus, Kiesling rein. Da hilft nichts. Also jetzt muss offensiv gespielt werden, denn 0:1 Heimniederlage
wäre jetzt fatal. Denn, ja, Auswärtstore 10 doppelt, dann müssten sie mindestens ein Tor schießen. Das war eigentlich ein Foul. Also, da pfeift der Schiri nicht. Und jetzt machen die Spanier mehr Druck. Jetzt muss Leverkusen echt mal die Kurve kriegen. Aber bisher klappt es. Jetzt ein schneller Konter. Wenn es jetzt schnell geht, Konter über Calhanoglu. Calhanoglu hier auf Drimmic, der attackiert wird, aber Gott sei Dank kann der Ball behauptet werden. Jetzt mal Castro mit der Flanke und na, die wird geblockt. Schade. Jetzt Kießling. Ah, Kießling wird auch geblockt. Also die Leverkusener versuchen alles, aber es klappt bisher nicht so viel. Und das ist natürlich besonders bitter. Dann noch dieses 0:1, was total unnötig war, aber es hatte sich angedeutet. Also, Leno. Ah, Leno, passt auf. Gott sei Dank. Ah, aber wieder so ein unnötiger Abwurf von Leno. Also jetzt müssen die Leverkusen echt langsam mal die Kurve kriegen. Denn die Spanier scheinen jetzt wirklich im Spiel zu sein und dominieren es jetzt auch. Vor allem mit der 1:0-Führung im Rücken. Nutzen sie jetzt natürlich ihre Dominanz und versuchen die Leverkusener echt mürbe zu spielen. Aber bisher sind sie noch im Spiel. Leverkusen hat noch Chancen, aber sie müssen langsam zusehen, dass sie hier mindestens den Ausgleich erzielen. 1:1 ist jetzt auch keine optimale Ausgangssituation, aber deutlich besser als eine Niederlage. Und das ist jetzt das Ziel, hier nicht zu verlieren. Mindestens unentschieden rauszuholen, aber es wird deutlich schwerer. Hier wieder ein Ballverlust. Also die Leverkusener sind von der Rolle, müssen hier wieder den Kopf freikriegen, aber vielleicht kriegen sie noch ihre Chance. Sie haben in der Defensive ja gut mitgespielt, aber ja, dann dieser eine Fehler wurde eiskalt genutzt. Und jetzt, oh nein, 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 nein. Boah, knapp daneben. Puh. 0:2 wäre jetzt tödlich gewesen, aber Leverkusen bleibt noch im Spiel. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Sie versuchen alles, aber bisher läuft nicht so viel, wie es laufen sollte. Jetzt mal Son. Son muss warten, hat hier nicht wirklich eine Anspielstation. Castro auf Bellarabi, der hier so ein bisschen vergeblich eine Anspielstation sucht. Also jetzt machen die Spanier das sehr, sehr eng. Das war ein Foulspiel. Da hat der Spanier den auflaufen lassen, den Leverkusener. Jetzt Mandzukic. Oh. Jetzt der Konter. Oh, den müssen sie unterbinden. Den müssen sie echt unterbinden, den Konter. Aber die Leverkusener kommen hier nicht mehr an den Ball. Jetzt mal Kießling. Kießling mit einem wunderschönen Pass auf Drimmic, der hier den Ball behaupten kann. Oh nein, aber Kießling steht goldrichtig. Da ist der Ausgleich. Drimmic kann sich durchsetzen, kann den Fehler nutzen. Der Torwart lässt den Ball nach vorne prallen. Und Kießling steht da goldrichtig, macht den Ausgleich für die Leverkusener. Ein so, so wichtiges Tor. 1:1 ist eine bessere Ausgangssituation als 0:1. Und ja, vielleicht werfen sie jetzt nochmal alles nach vorne. Aber man sollte nicht zu viel riskieren. 1:1, damit kann man leben. Damit ist noch alles drin. Aber jetzt nur nicht noch ein Tor kassieren. Ja, kurz vor Schluss macht Kießling den wichtigen Ausgleich. Und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Ruhe schaffen sie vielleicht noch den 2:1 Führungstreffer. Aber wie gesagt, nicht zu viel riskieren. Denn 1:1 ist schon eine gute Ausgangssituation. Jetzt natürlich die Spanier immer noch zufrieden mit diesem 1:1. Aber die Leverkusener versuchen es jetzt. Sie wollen hier noch den Führungstreffer schießen. Mal sehen, vielleicht gelingt ihnen das noch. Sie dürfen jetzt nur nicht noch einen Treffer kassieren. Ah, die Spanier behaupten jetzt den Ball. Sind mit dem 1:1 zufrieden. Klar, wäre ich auch an deren Stelle. Sie spielen auswärts. Und haben hier ihr Auswärtstor geschossen. Spielen nur unentschieden. Jetzt. Nein, Leno fängt die Flanke ab und der Schiedsrichter pfeift ab. Aber das Tor war immens wichtig für Leverkusen. So sind sie noch im Spiel drin. Gott sei Dank, eine gute Aktion hat gereicht. Ja, und der Joker hat gestochen. Stefan Kießling kurz vor Schluss. Ganz, ganz wichtig. So haben sie noch die Chance aufs Viertelfinale. Aber sie müssen sich steigern. Sie müssen ihre Chancen besser nutzen. Denn es wird ein schweres Spiel in Madrid. Und ja, rastige Partie. Leider einen Fehler gemacht. Und
Am Ende war das Unentschieden doch verdient. Leno war stark, Bayer Leverkusen hat dann noch am Ende bisschen Schwung machen können, bisschen Druck machen können. Bellarabi hat sich leider nicht das Tor erarbeiten können, hätte es aber verdient gehabt. Und ja, ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Ich denke mal, 1:1 ist ein realistisches Ergebnis. Ich hoffe natürlich immer für die deutschen Teams, aber Atletico Madrid ist ein schwieriger Gegner und Leverkusen leider nicht so gut drauf. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in die Kommentare. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen und wieder schauen. Tschaußens.